Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Sibirien und der 100er Karte. Wir haben Tag 28 erreicht und die Runde hat hier gerade eben geendet. Vor etwas mehr als anderthalb Stunden tatsächlich war das gerade erst und wir haben diese Runde natürlich abgeschlossen auf dem ersten Platz mit dem Koalitionssieg. Hat jetzt sogar noch einen Tag länger gebraucht als eigentlich nötig. Wir hatten nämlich gestern sage und schreibe 1499 Siegpunkte. Es hatte ein Punkt gefehlt und den haben wir uns heute noch irgendwie verdient. Und damit haben wir jetzt hier mit selbst 202 Punkten gewonnen. Nicht unser stärkstes Spiel, muss ich sagen. Also einfach vom Beitrag her waren wir wirklich ein eher kleiner Teil dieser Koalition. Wir hatten am Ende die drittmeisten Provinzen mit gutem Abstand. Das war relativ nice. Aber tatsächlich waren wir nie wirklich eine ultra große Macht. Wir hatten kaum die Chance dazu, werden nochmal alles gleich analysieren und auch nochmal im Detail über die Helden spielen oder auch sprechen vor allem. Aber genau, wir haben insgesamt hier 110 Provinzen eingenommen, wir haben 15 Einheiten zerstört und wir haben keine epischen Truppen vernichtet. Wir haben am meisten Panzerwagen zerstört, davon gerade mal ganze 7. Wir haben wirklich nur 15 Truppen zerstört, was echt wenig ist, also 15 gebaute Einheiten. Ja, wir hatten kaum große Kämpfe, es gab nie wirklich irgendwelche für uns, da war wenig zu tun, das war leider so. Aber ja, war einfach eine sehr entspannte Runde. Wir haben 84 Gebäude gebaut, damit haben wir 27 Einheiten produziert und wir haben am meisten Kavallerie gebaut, wie geplant. Und so sah es am Ende aus. Landung in Alaska war erfolgreich. Wir hatten fast noch hier Anchorage eingenommen und noch ein bisschen gekämpft mit Alaska. Dann war noch Kanada drüben auch einmarschiert und so sah es am Ende aus. Auch China war noch angekommen, hatte uns da mitgeholfen. Die sind auch hier unten gelandet in Kalifornien, haben Los Angeles und San Francisco eingenommen. Also ja, es sah natürlich super aus. Es gab eigentlich keine wirkliche Konkurrenz mehr. In Brasilien war auch gefallen. Es war also wirklich hier komplett over. Und Madagaskar war ja auch so ein quasi Satellitenstaat mit uns dabei hier. Die haben ja auch so ein bisschen geholfen noch, aber die waren natürlich nur bei unserer Gnade noch da. Wir selbst waren natürlich auch kein großer Bestandteil. Wir sahen zwar groß aus, aber haben eben jetzt auch wirklich nicht viel machen können. Wir hatten nur sehr wenige Provinzen, 102, eigentlich gar nicht mal so wenig. Die föderierten Staaten haben uns auch mal überholt am Ende, spannend, habe ich gar nicht gemerkt. Also ja, wir waren 100 Provinzen eigentlich gar nicht mal so klein, aber fürs Late Game schon nicht mehr so groß. Und wir waren ja auch lange noch viel kleiner als das und ja, da die Ressourcenverteilung hier in Sibirien sehr schwierig ist, kaum Material, konnten wir auch nie wirklich gut hochskalieren. Erst jetzt hier wirklich kamen wir auf große Zahlen, wir hätten jetzt hier alles industrialisieren können. Jetzt haben wir so langsam unsere großen Stärken freigeschaltet, auch durch die Einnahme von Gebieten hier in Skandinavien. Die waren da sogar primär am Werke, dafür Doppelholz, viel Stahl, nochmal Doppelholz. Das war der große Motor unserer Wirtschaft, hat lange gebraucht dafür. Und wir schauen nochmal ganz kurz in der Zeitung zurück, bevor wir zu den Helden kommen und schauen uns die vergangenen Tage nochmal an. Da gab es ja ein paar, auch wenn es eine relativ kurze Runde war. 28 ist sehr adäquat für diese Karte, das kann man so machen. Kann sogar noch ein bisschen schneller gehen teilweise, war jetzt aber keine lange Runde mit großen Überraschungen. Und wir hatten ja sofort erstmal dann losgelegt, haben uns dazu entschieden nach Süden zu gehen, da werden die Provinzen etwas kleiner. Das heißt, die Hoffnung war eben gewesen, dass wir erstmal dann diese ganz, ganz großen Gebiete in Archangelsk und in Jakutien vermeiden können. Da dauert es ja wirklich dann Tage, auch nur eine Provinz einzunehmen. Der Weg nach Süden sah aus wie der beste. Wir konnten auch direkt großen Fortschritt machen, haben uns dann auch schon da sehr zügig mit Burma alliiert, die dann auch eine sehr gute frühe Runde hatten, haben dann mit ihnen gemeinsam hier dann die Mongolei angegriffen und da gab es dann schon die ersten großen Pannen. Die haben es dann mit Goldmarke über Nacht in der Festung zerstört, haben dann eine ganze Armee verloren, hat uns wieder Tage gekostet, wir konnten kaum was machen, mussten dann lange uns hier mit der Mongolei rumschlagen, 3 Tage etwa waren das gewesen, bis sie dann gefallen ist. In der Zeit konnte Burma hier den ganzen zentralasiatischen Raum einnehmen, Xinjiang, Kasachstan, all das hier. Da hatten wir dann einfach 3 Tage lang quasi keine einzige Provinz eingenommen und sie konnten irgendwie 20 nehmen. Das ist eben der große Unterschied. Da haben wir schon mal uns zuallererst wirklich hart aufgehängt. Dann kam der Angriff aus Korea noch dazu. Während wir dann im Kampf waren gegen Jakutien, war unser nächstes Ziel gewesen mit dem, was wir an Truppen übrig hatten. Aber Tag 9, wir hatten erst jetzt das geschafft. Wir sahen zwar geografisch groß aus, aber wir waren halt nicht mit vielen Provinzen gesegnet. Und dann der Kampf gegen Korea, die wirklich sehr stark waren. Die hatten wirklich hunderttausende Truppen, die sie gegen uns geworfen hatten. Hat sehr weh getan. Hat auch lange dann gedauert, bis wir da wirklich dann endlich mal durch waren. Dann an Tag 12 hatten wir dann auch endlich mal Korea besiegt. Aber dann war natürlich schon ziemlich klar, okay, das wird jetzt so bleiben, wie es hier aussieht. Dann ging es schon, was kommt noch weiter? Und das war dann sogar schon unsere größte Herausforderung gewesen. Danach war dann ja schon klar, okay, Burma und
Namibia werden wohl Frieden schließen. Dann kamen unsere Angriffe auf den Norden hier, auf Skandinavien, die dann zur KI wurden, wir mitgeholfen und noch Japan eingenommen. Und das war's auch schon. Danach haben wir uns ewig vorbereitet auf die Landung in Alaska, die dann durchgeführt, dann war auch schon die Runde vorbei. Da ist wirklich nicht mehr viel passiert. Die letzte Woche ist eigentlich fast gar nichts passiert, bis auf die Einnahme von jetzt Alaska hier oben und die letzten Schritte hier in Skandinavien. Aber der Krieg war eigentlich schon vor 10 Tagen mindestens komplett entschieden. Spätestens aber auch auf jeden Fall seit dem Beitritt von Namibia in diese Koalition. Also das war eine sehr entspannte Runde hier, ganz klar. Da kann ich auch nicht viel drüber schön reden. Da gab es für uns nicht viel zu tun. Der größte Kampf war der mit Korea. Wir waren aber nie in Gefahr, zu keinem Zeitpunkt hier diese Runde auch nur überhaupt verlieren zu können. Was aber natürlich auch daran liegt, dass wir eben so groß waren. Also mit den Provinzen her. Wir hatten einfach große Provinzen. Das heißt, ein Angriff braucht halt auch ewig. Also ein Feind, der hier von irgendwie Altai nach Genisek laufen möchtest, braucht auch schon mal wie 3-4 Tage. Ne? Das ist halt Feindgebiet ohne Eisenbahn. Irkutsk ist eine Riesenprovinz, da läufst du ja wirklich ewig. Also das heißt, da ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt, defensiv, aber du kommst halt auch offensiv nirgends hin. Und die Allianz mit Burma erwies sich als sehr ertragreich. Da haben wir sehr, sehr glücklich gehandelt, dass wir bereits früh Kontakt hatten. Das hat gut funktioniert, da haben wir uns schon mal direkt in eine Koalition reingefunden. Ich wollte ein bisschen vorsichtiger spielen, aber die Burma-Allianz wirkte wie ein No-Brainer, hat sich auch dann wirklich doch sehr rentiert, wäre anders nämlich nicht gut ausgegangen, haben wir wirklich die gute Koalition gewählt, muss man sagen. Aber diese Runde war ja eigentlich primär dafür da, dass aber die Helden austesten können. Das war zu Beginn mein Gedanke gewesen, dass die Helden ja sogar limitiert sind auf nur eine Runde auf einmal. Deshalb habe ich die Runde hier gestartet, um mit euch dann nochmal den Helden spielen zu können. Habe dann erst gelernt, ach Mensch, die können ja auch überall eingesetzt werden, wusste ich noch nicht zu dem Zeitpunkt, habe ich erst dann gelernt. Das heißt, die Runde war dann aber eben halt trotzdem dafür gedacht, die Helden so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Wir probieren alle mal aus, schauen uns die alle mal an. Und ich denke, gestern war gerade auch im Early Game zur Genüge getan. Wir haben aktuell hier 4 Helden freigeschaltet, die aus irgendeinem Grund alle tot sind. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die leben eigentlich noch, also einer lebt zumindest noch. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier als tot markiert ist. Der ist wirklich am Leben, keine Sorge. Und wir haben also hier Viscount Allenby, Orhan Kangaldemir, Henry Hank Callahan und Georg Bruchmüller freigeschaltet. Das ist so ziemlich das Standardsortiment. Ich denke, die meisten von euch, die auch ein bisschen gespielt haben, werden das haben. Aber dazu muss ich sagen, ich habe jetzt ja wirklich 7-8 Runden gespielt in der Zeit, als diese frühen Missionen verfügbar waren. Und ich muss sagen, ich bin überrascht davon, wie doch wenig wir eigentlich freigeschaltet haben, weil ich habe doch die meisten dieser Missionen abgeschlossen. Die Callahan-Mission sowieso, die Allenby-Mission habe ich nicht freigeschaltet oder fertiggestellt. Ich habe aber die Bruchmüller-Mission fertiggestellt und die Kangaldemir-Mission habe ich bis auf den letzten Posten ebenfalls fertiggestellt. Und trotzdem sah es dann nur so aus. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Geschenk-Booster, also nicht Booster, aber Medaillen, die man ja pro Tag von Baitro geschenkt bekommt. Kann man in der App, kann man sich da jeden Tag so 10, 20 oder so Medaillen für die Generäle auch noch dazu holen. Die gibt es einfach kostenlos. Die sind noch dazu gekommen und die haben das trotzdem nicht geändert, dass wir jetzt die meisten hier nur auf Level 1 haben. Und das ist eigentlich nicht sehr viel. Also ich muss sagen, trotz dieser sehr aktiven Spielweise, wo wir auch wirklich auf Offensive gegangen sind, viele Karten, die ihr noch sehen werdet, habe ich viel eingenommen. Und trotz dieser doch sehr erfolgreichen Karten ist jetzt hier gar nicht mal so viel passiert. Also wir haben jetzt nicht sehr viel Fortschritt gemacht hier, beziehungsweise noch nicht. Es laufen aber natürlich auch trotzdem wieder weitere neue Missionen. Aktuell hier die Operation Breakthrough, vor allem für den Durchbruch. Müller natürlich macht ja auch Sinn mit ihm. Und da gibt es auch immer wieder mal, was ich schön finde, so ein paar Medaillen für den Lawrence von Arabien reingesprenkelt. Auf den bin ich ja sehr gespannt. Finde ich auch cool, dass das so läuft, dass man den quasi gar nicht so jetzt spezifisch freischalten kann, sondern dass der einfach eben immer wieder mal so ein bisschen gepusht wird. Finde auch cool übrigens, dass dann immer noch der Henry Hank Callahan keine festen Missionen bekommt, weil der ist ja sehr leicht freizuschalten, sondern wieder mal ein paar Missionen bekommt, wo man den eben halt freischalten kann. Zwischendrin mal, finde ich sehr fair, weil dann kann der von 9 Leuten immer noch freigeschaltet werden, aber uns nerven dann die alle den eben schon haben, den nerven dann die Missionen nicht, weil die eben dann auch sehr wertlos wären. So ist das, denke ich, sehr fair alles aufgestellt. Und man kriegt quasi in jeder Operation immer so ein paar Callahan-Medaillen freigeschaltet. Und ich muss noch gucken, Operation Breakthrough. Ich werde daran arbeiten, das noch alles freizuschalten. Damit könnte man noch eine ganze Menge Georg Bruchmüller-Medaillen bekommen. 20 nochmal hier. Da fehlen mir aktuell gar nicht mehr viele. Den habe ich sogar dann bei den nächsten Meilensteinen nochmal aufgelevelt. Dann bekommen wir sogar mit Level 2 nämlich hier die 10% Artillerie-Bewegungsgeschwindigkeit, die doch schon wirklich sehr gut ist. Das ist ein sehr guter neuer Wert dann für ihn. Da freue ich mich sehr drauf.
Müssen wir mal gucken. Das ist dann hier sogar schon wann der Fall? Das ist dann hier beim übernächsten Mal der Fall. Fehlt aber gar nicht mehr so viel, obwohl doch schon noch 20 Provinzen. Aber, oder 15, aber das kriegen wir bestimmt bald hin. Dann haben wir den auch nochmal freigeschaltet, nochmal 5 für den Lawrence. Der wird noch ein bisschen länger brauchen, bis der freigeschaltet ist, aber da kommt man auch langsam hin. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, das war eben der Fortschritt jetzt hier. Und von all diesen Generälen war jetzt mit Abstand bislang der einflussreichste ganz klar Callahan, weil der ist ein sehr guter Allrounder an Tag 1 mit 8% mehr Infanterieschaden, mit seinem eigenen Schaden, mit den 5 Bodyguards, die er spawnt. Natürlich eine absolute Granate, der ist da sehr effektiv, das muss man gar nicht erst sich anders einreden. Der macht da wirklich Sinn, also der ist schon ordentlich, ganz klar, ne? Plus 8% defensiv und offensiv ist sehr nützlich. Und auch im Midgame immer noch zumindest halbwegs adäquat. Du kannst halt immer noch den dann in irgendeine Armee reinpacken, dann macht die halt ein bisschen mehr Infanterieschaden. Ganz so schlimm ist es ja auch nicht und ich fand auch eine relativ große Menge Wert in ihm darin, dass ich dann ihn einfach in Provinzen gesetzt habe, die vielleicht mal angegriffen werden oder einfach eben um so ein bisschen diesen einen kleineren Kampf, der irgendwo neben der Front passiert, nochmal entscheidend zu beeinflussen. Da war der im Mid- und Late-Game ganz cool, weil dann eben da, wo der Fokus des Feindes nicht liegt, da kann er dann auf einmal eben auch eine etwas größere Infanterie-Armee doch ganz gut schlagen, gerade auch mit Festung. Dafür ist er schon ganz gut, glaube ich, im Late-Game gerade als so ein kleiner Spezialoperativer, der dann irgendwo eine eigene kleine Front übernimmt, da kann man ihn ganz gut einsetzen. Ansonsten eher weniger relevant, aber im Early Game auf jeden Fall eine Wucht, aber war jetzt auch nicht ultra oppressive. In keiner meiner Runden, soweit muss ich sagen, war jetzt eher irgendwie der große Game Changer, der große Kingmaker. Da ihn alle sowieso haben, gleicht sich das dann sehr aus. Also der ist halt einfach nur da und es kommt eher darauf an, wie gut du ihn im Early Game an Tag 1, Tag 2 einsetzt. Aber da eben alle Seiten wahrscheinlich ihn sogar schon auf Level 5 haben, ist er eigentlich nie wirklich ein großer Faktor. Das, denke ich, kann man zu ihm sagen, das ist sehr bescheiden. Das macht halt an Tag 1 eine Menge aus, aber da theoretisch jeder ihn hat, zumindest die meisten ihn in den vielen Fällen haben werden, ist er halt einfach dann auch schön, vielleicht gegen eine KI zum Beispiel oder so. Es ist ein wirklich netter Bonus, du kommst aus deinen frühen Kämpfen halt besser raus, wenn der Feind keine Generäle hat. Ganz klar, da hast du einen großen Vorteil. Gegen die KI sowieso ist man noch ein bisschen safer, macht mehr Schaden, bist schneller durch, ja, kannst quasi einen Tick meistens sparen, nimmst weniger Schaden. Aber sonst war jetzt kein großer Faktor, auch auf Level 5 nicht wirklich. Dazu muss ich sagen, ich fand den Bug bislang wirklich schwierig hier, dass die Anzeigen nicht stimmen, dass immer noch die Anzeigen für alle Generäle gleich sind, basierend auf unseren Werten. Das ist nämlich doch ein Problem, muss ich sagen, weil es das sehr schwer macht, sich zu vergleichen, was schade ist, weil ich wirklich gerne gesehen hätte, wie schnell wir hier im Early Game spielen. Also ich finde es wirklich schade, dass das nicht gefixt werden konnte in all den Wochen jetzt hier. Ist ja ein großer Release gewesen, hätte man doch sicher irgendwie merken können, dass das eben jetzt so kaputt ist, weil ich hätte schon gerne gesehen jetzt wie die letzten Tage, wie wir uns da auch im Vergleich zum Rest der Welt gelevelt haben mit den Generälen. Ich hätte es wirklich gerne gesehen, hätte mich interessiert, einfach zu schauen, okay, was machen eigentlich alle anderen, sind wir da gut im Leveln, weil ich fand es witzig, bevor ich den Bug kannte, habe ich noch gesagt hier, Mensch, das ist ja so cool zu sehen, dass da alle so gleichzeitig auch leveln. Ich dachte immer, okay, ich spiele dann sehr aktiv, dann werde ich da schon ein bisschen Vorteil haben, aber da waren da irgendwie dann immer Level 3, Level 4, waren das immer exakt zu meinen Zeiten auch. Dachte ich, boah, das ist ein richtiges Rennen hier, alle machen da wirklich die Level gerade voll und wir hängen da gerade so noch mit. Und da habe ich immer gemerkt, ach Mensch, die kommen alle gleichzeitig, weil das einfach kaputt ist. Da habe ich den Bug dann sehr früh schon gemeldet, bevor er überhaupt bekannt war. Und ja, dann war das natürlich schon irgendwie witzig, aber inzwischen hätte ich schon gerne gesehen, wie es einfach aussieht, gerade weil auch schon die Level natürlich einen gewissen Impact haben darauf, was passiert. Ein Level 5 Bruchmüller ist mir deutlich weniger lieb beim Feind als ein Level 1 Georg Bruchmüller. Das ist ganz klar, das ist halt dann schon ein größerer Impact. Und genauso auch ein Level 5 Allenby. Ich würde schon gerne wissen, was die haben. Das macht meine Runden gerade aktuell doch ein bisschen stressiger, muss ich sagen, weil ich einfach keinen Plan habe, was für ein Level der hat. Zumindest nicht auf den ersten Blick und das ist gar nicht mal so geil. Ich hoffe also, das fixen die bald. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Das wäre nämlich schon sehr schön, weil ich finde es schön, dass die alle gerade so viel pusht, die Generäle. Die machen mir auch Spaß, aber bitte fix mal die paar Bugs. Das wäre schon ganz gut. Gerade das Display, also ich muss ja schon wissen, was der Feind hat. Das ist jetzt witzig gewesen, aber es wäre cool, weil ja, ich hätte auch gerne einfach mich mal verglichen mit dem Rest der Welt. Ich will wissen, was die haben. Das wäre schön. Also einfach auch aus Spaß. Ich habe da ja noch Spaß an dem Feature. Ich würde es halt gerne sehen. Und ja, da muss ich jetzt auch sagen noch dazu, was jetzt so den Impact der Generäle anging, fand ich bislang tatsächlich Orhan Kangaldemir am einflussreichsten, weil der natürlich mit seinem plus 13% für den Panzerwagen, plus auch selbst ein Panzerwagen seiend, doch sehr stark ist und da auch eine Menge mit reinhaut. Man kann das gleiche noch auf Viscount Allenby sagen.
Der macht aber ein bisschen weniger Offensivschaden als Kangal, der mir aktuell mit Level 2 mir Defensivschaden gibt. Das heißt, der kleine Vorteil geht an ihn, gerade weil Defensive auch stärker ist. Und weil er eben so hypermobil ist. Also ich fand aktuell ein paar Runden von mir sehr viel Erfolg darin, Panzerwagen-Stacks zu bauen. Und gerade um eben eine größere Gefahr abzuwenden, war das im späteren Early-Game sehr, sehr wertvoll. Also auch noch im Mid-Game habe ich mit dem Panzerwagen-Kommandanten hier wirklich viel Erfolg gehabt. Aber da muss ich sagen, da fand ich ihn bislang am spritzigsten, auch wenn er wahrscheinlich dann doch wirklich sehr situationell ist. Und dann im Late-Game, ich habe es öfters angesprochen, wahrscheinlich eher zu einem Luftabwehrkommandanten dann mutiert, wegen dem Panzerwagen, eben wegen aber auch seiner Geschwindigkeit. Da sehe ich ihn, denke ich, am meisten. Und im Early Game ist er halt eine komplett unüberwindbare Festung. Also das ist halt für Tag 1 krass. Den packst du irgendwo rein, die Provinz enthalten. Da kannst du Tag 1 machen, was du willst. Da kannst du auch einen Callahan und einen Lawrence reinschicken. Die Provinz, wenn der mit Level 3 dann da seine, mit sich selbst, der ist ja auch quasi 2 Panzerwagen wert, plus noch seine 2 weiteren Bodyguards, plus 20% spawnt, ist halt die Festung. Ja, die hält halt die Provinz. Das ist vollkommen wurscht, was du machst. Das heißt, der ist dann halt im Early Game, wenn du auch mal Panzerwagen baust, wirklich, wirklich stark. Und da ist er auch, denke ich, deutlich stärker als Callahan mit seinen Werten, weil du einfach dann eine so starke Panzerwagentruppe bekommst. Aber ich sehe viele Leute auch, die ihn offensiv einsetzen, ich auch teilweise. Da ist er halt wirklich gar nicht gut. Es ist halt einfach ein stärkerer Panzerwagen, er macht ein bisschen was, aber es lohnt sich gar nicht. Das ist wirklich eine pure, reine Defensiveinheit. Was ich mir bei ihm sogar noch vorstellen könnte, wäre noch ein paar andere Boni. Der wirkt ja wie so ein richtiger Abenteurer. Das, glaub, die Story war ja auch, dass er irgendwie gestohlene Panzerwagen nutzt, dass er sich, genau hier, Capturing and Mastering Enemy Vehicles, dass er quasi feindliche Fahrzeuge nutzt, dann auch die Feinde ausmanövriert, sich zu verteidigen, und ich denke, da macht es vielleicht Sinn zu sagen, er kriegt noch irgendeinen anderen witzigen Bonus, wenn es auch nur noch ein kleiner Speed-Bonus ist. Ich denke, da hast du noch mal ein bisschen mehr Wert mit ihm, weil da kann man ihn auch nutzen als noch bessere Flankier- und Durchbruchseinheit, dann um eben leere Provinzen schnell zu räumen. Da kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, dass er da irgendwie sowas machen kann. Ich denke, das wäre eine coole Idee für ihn. Da wäre er, glaube ich, es wäre ihm gelegen, denke ich mal, dass er da eben noch ein paar weitere Boni bekommt, um im Late-Game noch relevanter zu sein. Oder eben einen spezifischen Luftabwehrbonus. Also irgendwas da würde ich mir auf jeden Fall für ihn wünschen, weil er ist ja nicht mehr einfach mal so ein Einstiegsheld. Er ist ja schon ein bisschen weiter in der Seltenheit. Das heißt, da wäre das, denke ich, ganz cool, ihm noch ein bisschen Flavor zu geben. Eine weitere Idee für einen Helden übrigens wäre mal einer, der Festungen ignorieren kann, spezifisch fürs Late-Game. Weil ich ja oft sage, dass, was mir nicht gefällt, ist, wenn dann ein Gegner AFK geht oder fast AFK ist und du hast eigentlich den Krieg gewonnen, du musst nur noch Provinzen einnehmen. Dann ist der AFK und der hat seine Armeen verloren, aber hat aber überall dann wie ein braver Bürger Level 5 Festungen gebaut. Und dann steht da die KI immer mit 10.000 Truppen drin. Das ist dann irgendwann wirklich sehr nervig, weil du hast keine Ahnung, was in den Festungen drin ist. Du siehst es nicht. Und du musst die alle irgendwie räumen, brauchst dafür immer ein bisschen mehr Truppen, musst da irgendwie immer dann nochmal doch mal eine Armee abspalten, nochmal da irgendwie durch. Und wenn es da irgendwie einen General gäbe, der irgendwie nur selbst Festungsschaden oder Festungen annullieren könnte, nur für sich selbst, nicht für seinen Stack oder so, und dann Festungen räumen könnte gegen die KI, das wäre irgendwie cool. Also irgendwie ein General, der einem hilft, im Late-Game Provinzen aufzuräumen. Ich habe jetzt keine konkreten Gameplay-Ideen, das war gerade nur mein kleiner Einwurf eben, weil ich weiß, es gibt Festungsignoriereinheiten in Call of War und es gab auch mal eine Festungsignoriereinheit in Supremacy mit den Sturmtruppen. Wenn man da irgendwie sowas wieder zurückkombiniert, vielleicht auch die Sturmtruppen zurückbringt mit einem eigenen Sturmtruppenanführer, um es dann leichter zu machen, im Late-Game Festungen zu erstürmen, um dann auch den Weg eben durch feindliche Gebiete, wenn dann der Feind einmal AFK ist, zu erleichtern. Irgendwie sowas wäre ganz schön, weil dann immer eine Armee abzuspalten ist auf Dauer sehr nervig, musst halt sehr viel mikromanagen, Artis heranbringen dort noch länger. Und da merke ich oft, da gehen Leute häufig AFK, also die gewinnen halt die großen Kriege. Ich mache das auch, früher habe ich das oft gemacht, dass ich dann den großen Kampf gewinne. Ich bin den ganzen Tag online, kämpfe da hin und her, habe gewonnen, der Gegner geht AFK und jetzt muss ich da irgendwie 100 Provinzen einnehmen, um die Runde zu gewinnen. Alle mit Festung, habe ich wenig Bock drauf. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, mit einem General das leichter zu machen, oder ein General, der vielleicht nur gegen KI die Festung aufdecken kann, seine Reichweite, und dann einen Fesselballon-Kommandanten, der den Fesselballon befehligen kann und der dann in einer immer größer werdenden Pro-Level-Reichweite, mit noch ein bisschen Luftabwehr vielleicht oder so, dann KI-Festung, nur KI-Festung aufdecken kann. Das wäre doch relativ nice. Hast du dann noch ein bisschen mehr Ahnung davon? Klar, kann man auch Spione benutzen, wäre es auch vielleicht noch wurscht dann am Ende. Gibt es ja auch Strategien zu. Aber irgendwie sowas, also irgendeine
Möglichkeit, noch so ein bisschen im Late Game, wenn du eh schon gewonnen hast und diesen AFK zum Beispiel, also die größten Gegner oder irgend sowas, dass man dann noch ein bisschen leichter gewinnen kann, wenn man es sich verdient hat. Das finde ich ganz cool, wenn es da noch ein paar Generäle für gäbe. Nur so eine Idee. Ich denke, da werden noch einige kommen, aber ich wünsche mir die Sturmtruppen eh zurück. Von daher, da wird bestimmt noch einiges passieren. Wir hatten noch Viscount Allenby, der natürlich ist wirklich wertvoll. Den würde ich sehr, sehr gerne weiter aufleveln. Bislang habe ich noch wenig Erfolg gehabt, aber ich arbeite dran. Denn der ist natürlich für unsere offensiven Spielstile, die wir jetzt ja aktuell pflegen, aber auch für die Meta an sich Gold wert. Weil der alles Beste kombiniert. Ein Tach 2 offensiver General, das ist schon wirklich das Geilste, mit Kavallerie, super, der aber auch noch einen Speed-Bonus an seinen gesamten Stack gibt. Er ist halt wirklich die beste Kombi, weil der ist im Early-Game super, denn er spawnt Kavallerie in den hohen Leveln. Er gibt einen Kavallerie-Angriffsschaden, ist selbst ein sehr starkes Pferd. Das ist halt natürlich super fürs Early-Game, weil du kannst, wenn du den richtig stark hast, einen immensen Vorteil bei dir reinspawnen an Tag 2. Der braucht natürlich einen halben Tag, um dann auch eingesetzt zu werden. Aber dann ab Tag 3 zum Beispiel hast du halt wirklich eine Maschine, weil da kannst du schon mit den nächsten neuen Kavallerien, die du produziert hast, loslegen. Und damit irgendwie mit 4, 5 Pferden plus ihm, du bist ja wirklich dann, das sind ja 6, 7, 8 Pferde Stärke dann mit dem extra Schaden noch. Da bist du ja mit 8 Pferden quasi dabei. Und das ist wirklich, wirklich kraftvoll. Das ist eine enorme Offensivkraft, viel, viel mehr als man normalerweise an diesem Tag jemals haben kann. Und dann noch mit dem Speed-Bonus, das ist halt wirklich dann ein extrem gefährlicher Angriff an diesen Tagen. Wenn der Feind dann da nicht gerade einen sehr guten Kangaldemi hat, ist man da eigentlich schon sofort raus. Kavallerien ist er ja im, nicht Kavallerien, aber KIs ist er ja einfach im Schlaf. Das ist ein wirklich, wirklich kraftvoller General. Und da muss man natürlich auch sagen, dass der den großen inhärenten Vorteil hat, einen Speed-Bonus dem gesamten Stack zu geben. Das heißt, der verliert zwar ab Tag Nummer 15 oder später, aber meistens so ab dann, wenn dann die ersten Panzer auftauchen, seinen gesamten Wert eigentlich. Er wäre komplett nutzlos. Aber dieser Speed-Bonus gilt eben für den ganzen Stack. Das heißt, du hast dann einfach die Möglichkeit, den in deinen großen Panzer-Stack zu packen und dann läuft der gesamte Stack 15% schneller. Das ist wirklich unfassbar wertvoll. Und deshalb ist der aktuell mit Abstand der beste General, weil er eben für alle diese Fälle immer noch da ist. Lawrence auch macht das mal nicht, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber der ist natürlich viel leichter zu erhalten, viel leichter zu leveln. Das heißt, der, da, also Level 3, da wollen alle hin, weil dann ist das auch ein wirklicher Late-Game-General. Und der natürlich passt auch super in die Tank-Meta rein, weil er Panzer eben ebenfalls beschleunigt. Das ist natürlich ganz, ganz genial. Und da gibt es auch sehr wenig Gegenspiel zu, weil dann hast du eben noch schnellere Panzer. Du bist somit mit Artillerie noch mehr im Nachteil und auch eine Panzerwagenverteidigung bringt da nichts mehr. Es gibt aber keine wirklich gute Verteidigung gegen Panzer selbst. Das heißt, er ist aktuell der für mich mit Abstand beste General, weil er eben auch erreichbar ist im Vergleich zu Lawrence. Lawrence habe ich jetzt nur einmal gesehen bislang von einer Goldmark-Nation auf einer anderen Karte. Ich meine, der ist sofort gestorben, war also nicht so wild. Ich habe ihn sonst nicht gesehen, ich habe auch noch nie mit ihm gespielt. Wir sind auch noch weit weg davon, ihn freizuschalten. Er ist natürlich absolut batshit broken von seinen Stats her. Tag 3 mit einem 10er Infanterie-Spawn auf Level 1 mit dann 150% Angriffsschaden auf Level 5 für sich selbst und mit einem 20%igen Movement-Speed für den gesamten Stack auf Level 5. Ist er natürlich wirklich, also das ist halt natürlich ein krasser Typ, ne? Also das ist dann auch ultimativ im Late Game wichtig mit diesem Wert, dass er dann der große Anführer für eure Stacks, 20%, das ist sehr schnell. Überlegt euch mal den mit einem Panzerwagen. Das geht ja gar nicht, ich wollte gerade sagen, der Panzerwagen, aber der läuft ja 60, ich nehme an, der läuft, warte, wie, ich will mal kurz gucken, wenn man das mal vergleichen würde, ist ja kaum ein Unterschied eigentlich, ne? Will ich nichts Falsches sagen, genau. Der ist schon sehr schnell, der ist schon gut dazwischen. Also wenn der dann noch diesen 20er Bonus auf sich selbst applied, dann ist er sogar wirklich, das ist ein sehr, sehr solide, eigentlich von der Bewegung. Aber der ist natürlich trotzdem wirklich krass. Im Early Game Tag 3, 20 Infanterie ist nichts zu vernachlässigen. Und seinen eigenen Bonus nochmal auf 150% zu boosten, nur für sich, ne, nicht für seinen Stack. Das ist auch nicht schlecht, der macht ja schon ordentlich Schaden. Also der ist wirklich stark. Und im Late Game halt klar, ne, 20%, das wird dann eine richtig oppressive starke Einheit sein.
Ist aber auch entsprechend schwer zu bekommen, also den auf Level 5 zu kriegen, das wird eine Weile dauern. Und ja, erst ab Level 3 fängt der so richtig an, dann wirklich sehr gefährlich zu werden. Level 1 ist halt im Early Game halt noch eine sehr starke Einheit selbst und spawnt eben 10 Truppen. Aber ich denke, wenn der auf Level 1 an Tag 3 spawnt, ist das noch durchaus überlebbar. Ist halt vergleichbar mit einem Panzerwagen oder so. Also General, der dann spawnt, das ist nicht so wild. Aber an seinen maximalen Werten ist er halt auch ein sehr, sehr guter Late-Game-General. Aber da bin ich gespannt, den mal zu erleben in Aktion, selbst aber auch bei Feinden. Bislang ist er mir noch nicht wirklich begegnet, nicht zumindest an meinen eigenen Fronten. Und der Georg Bruchmüller, das ist mitunter, muss ich sagen, mein interessantester Kandidat, weil der die größte Chance hat, finde ich persönlich, die Meta zu beeinflussen. Weil die anderen sind ja alle schön und gut, aber die machen nicht viel. Also Panzerwagen werden jetzt nicht auf einmal relevant werden. Höchstens, wenn Leute eben jetzt sich über deren Luftabwehrfähigkeiten im Klaren sein werden, dann eventuell sollten Zeppelin zurückkehren, wird der noch wichtiger werden, weil er eben dann eine Zeppelin-Defensive im Late-Game sein kann, weil er eben schnell Provinzen wechseln kann und Zeppelin brauchen lange. Das heißt, ihr könnt dann quasi eine mobile Luftabwehr sein für eure Hinterlandprovinzen, aber ansonsten wird der nicht Panzerwagen zurückbringen, das ist vollkommen irrelevant, weil es ja seinen Gegenspieler gibt, nämlich den Viscount Allenby. Der ist offensiv und der ist insgesamt ein bisschen stärker und Kavallerie ist sowieso schon stark, Offensive ist sowieso schon stark, Kavallerie ist ja auch billiger, das heißt, oder schneller zu bauen. Dementsprechend ist die Panzerwagen-Meta nicht da und das ändert auch nicht viel daran, eben, dass der jetzt hier ist, weil es gibt ein Gegenstück und Offensive ist immer noch sehr stark und du hast den Vorteil, dass der eben auch noch dann später deine Panzerstacks beschleunigt, während er das nicht kann. Das heißt, da ändert sich wenig. If anything, sind jetzt die Offensivkräfte sogar noch stärker, weil Panzer wurden ja nicht genervt. Es gibt zwar keinen Panzergeneral, aber trotzdem sind Panzer immer noch das große Ding. Und dieser General hier beschleunigt auch Panzerstacks. Das heißt, Panzer sind jetzt noch schneller, auch wenn sie keinen Schadensbonus bekommen. Sie sind noch schneller. Defensive hat da wenig zu tun. Callahan ist irrelevant. Das heißt, der ist selten hier. Das heißt, es kommt jetzt auf Georg Bruchmüller an. Und der war die große Möglichkeit, Hoffnung, Idee, jetzt eventuell was an der Meta zu ändern. Nicht, dass das nötig wäre. Ich habe es nur angesprochen gehabt. Und inzwischen zeigt sich, das ist nicht wirklich wahr. Ich möchte nicht über andere Karten, die ich habe, spoilern, aber es gab Momente, in denen große Artilleriearmeen mit ihm von kleineren Panzerarmeen komplett auseinandergenommen wurden. Klar kommt es da auch sehr auf die taktische Finesse des Gegenspielers an, aber das hat jetzt nicht viel geändert, würde ich sagen. Auch klar ist, er ist noch am Anfang seiner Karriere hier, plus 10% ist es nicht wert, plus 25 ist schon deutlich mehr. Der Artillerie-Speed-Bonus 20%, das ist ordentlich, aber das hilft natürlich auch nicht, wenn dann der Gegner wiederum einen General hat in den Panzern, der die dann um 20% beschleunigt. Das heißt, es ist wurscht. Also schön, dass der die um 20% beschleunigen kann, die Artis, damit die dann normalmäßig laufen. Aber wenn dann die Feindpanzer auch in ihrer höheren Geschwindigkeit auch mal geboostet werden, dann ist ja wieder alles ausgeglichen, sogar negativ ausgeglichen. Also hast du sogar noch weniger Vorteile als Artillerie als vorher schon. Das heißt, da bringt das hier eigentlich nichts. Es macht ihn nur ein bisschen überlebbarer. Sollte der Feind keine vergleichbaren Mittel haben und der Artillerie-Spawn ist halt okay. Das ist aber tatsächlich auch sogar der wichtigste Aspekt von ihm, weil ich nämlich immer noch glaube, dass Artis immer noch keine Late-Game-Einheit sind. Sie haben es immer noch nicht geschafft zurück. Artis waren immer, falls die neu sind, früher, vor 2 Jahren, waren Artis das Ding. Da wurden Panzer und andere Einheiten fast gar nicht gebaut. Es ging nie um Panzer oder Nahkampf. Nahkampf war immer das, was man vermeiden wollte. Es ging ja nicht nur um Artis. Die größten Artis-Stacks immer mit Millionen Infanterie wurden rumbewegt. Und es ging eben darum, die Artis am Leben zu halten. Das war immer das Spiel. Die anderen Einheiten waren nur Support und Kosmetik. Und dann wurde das Kampfsystem verändert, fand ich auch sehr cool. Und seitdem gibt es eben viel mehr Möglichkeiten. Aber es hat sich rauskristallisiert, dass der Nahkampf der klare Gewinner ist. Du gewinnst halt immer, wenn du Panzer baust. Und nicht, wenn du Artis baust, weil du eben mit den Panzern mobiler bist. Du kannst einfach reinrennen. Es muss dir weniger alles egal sein. Und mit Artillerie musst du eben sehr viel aktiver spielen. Ist natürlich die Idee, dass der das ändern könnte, aber dafür reichen die Stats nicht. Und auch wenn Level 5 hier schon ordentlich ist, 25%, würde ich jedoch behaupten, dass sehr klar ist, dass es später mal einen Panzergeneral geben wird, aber auch schon jetzt mit dem Vorteil, den Allenby bietet, plus 15% Movement Speed für alle Einheiten oder Lawrence plus 20% für alle Einheiten, das schon mehr als ausgeglichen ist. Also
Du hast im Endeffekt einfach nur ein bisschen stärkere Artis. Vielleicht deutlich stärkere, aber Panzer sind immer noch sehr stark. Und ich glaube nicht, dass die Artis mit einem General und diesem Schadensbonus dann tatsächlich das gewinnen können. Das ist sehr riskant, du hast nur eine Armee, die funktionieren kann quasi. Wenn er stirbt, bist du raus. Und trotzdem werden die Panzer ja sogar noch schneller, weil die ja 20% auf ihre aktuell höhere Geschwindigkeit bekommen mit ihm hier und nicht nur 20% auf die langsamere Geschwindigkeit, die Artis haben. Also da haben eigentlich Panzer sogar einen Vorteil. Und das ist aktuell mit diesen Helden. Wenn es dann irgendwann mal noch Panzergeneräle gibt, die den Panzern mehr Schaden geben oder irgendwas anderes, was die dann bringen werden, dann werden Panzer ja noch stärker sein. Und dann hat die Arti ganz verloren. Aber auch von meinen Erfahrungen eben bislang habe ich große Artillerie-Armeen zusammen Kommando gesehen, die sehr scary wirkten, aber von kleinen Panzerarmeen völlig zerstört wurden. Das heißt, ich denke nicht, dass er wirklich viel Änderung bringt, außer, und das ist der große Punkt mit denen hier, mit den Arti-Spawns, außer tatsächlich im frühen, mittleren Spiel, im Midgame oder im späten Early-Game. Denn mit dem Spawn an Tag 10, wenn er dann mit seinen zwei Artis spawnt und mit seiner selbst, er ist ja auch so anderthalb, zwei Artis wert, er ist ja relativ stark, dann kannst du ja dann auch mit deinen Fabriken bereits ein paar Artis gebaut haben, vielleicht zwei oder vier Stück. Dann hast du ja fast eine Arti-Stärke von 10 plus und mit Bewegungsgeschwindigkeit auf Level 5. Das heißt, du bist auf einmal an Tag 10 oder wenn er dann bereit ist, an Tag 11 mit seinem Bewegungsbonus dann, imstande wirklich ordentlich einzuheizen. Das darf dann nicht unterschätzt werden. Also dann bist du mit dieser Feuerkraft deutlich besser unterwegs, als wenn du in der Zeit auf Panzer sparst oder eben einfach nur so Arti gebaut hättest oder noch Kavallerie baust. Ist zwar schon sehr scary, aber das ist dann wirklich eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, ich muss sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kann sagen, ich habe noch nicht Level 5 hier, aber ich glaube, Level 5 Bruchmüller ist ein ganz, ganz großer Geheimtipp für euer Early Game, für dann Tag 6, Tag 10, Tag 12. Weil genau dann hast du nämlich mit diesen Artis, mit dieser Kraft, wohl die größte Feuerkraft, die möglich wäre, ohne in den Nahkampf gehen zu müssen. Weil das ist eine enorme Artilleriepräsenz für Tag Nummer 10, Tag Nummer 11, Tag Nummer 12. Hat man eigentlich sonst nicht. Plus noch eben den ganzen extra Schaden, die Sachen, die ihr spawnt. Das ist eine ganz, ganz tödliche Kombination. Plus die Geschwindigkeit, du bist relativ safe. Da kann man einem Feind ordentlich einheizen, bis der dann in der Lage ist, adäquate Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Mit Artis kontern ist nicht, weil du bist hier deutlich besser aufgestellt. Panzer gibt es erst viel später. Und bis die da sind, kannst du schon, also zum einen, bis die in der guten Zahl da sind, bis man eben genug Panzer hat, um gefährlich zu werden, kannst du auch nochmal ein Dutzend Artillerie bauen. Punkt 1, und das ist auch Infanterie auch noch, also bist eigentlich stärker. Und Punkt 2 ist, du kannst in der Zeit ja auch alles unter Beschuss nehmen. Du kannst ja doch mit diesen 10 Artis und mit dem 10 plus Arti-Wert, den er hier dann beiträgt mit seinen ganzen Geschützen eurer Produktion, alle möglichen Städte bereits zu Staub verwandeln. Also ich glaube wirklich, dass der Geheimtipp mit Bruchmüller aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung ist, dass man ihn einfach wirklich auf Level 5 braucht und dann an Tag 10 einsetzt, um sofort dann mit einem Arti-Fokus vorzugehen. Das heißt nicht, du gehst danach noch auf Artis, du baust dann ganz brav Panzer später, wie jeder andere auch. Aber du könntest wohl imstande sein, einen großen Konkurrenten, an den du grenzt, sofort an Tag 11, dann wenn er bereit ist anzugreifen, mit deinen Artis, mit einem dann, wenn du gut gebaut hast, Arti-Schadenswert von 10 plus, und kannst dann jede Grenzprovinz zerstören. Der Feind kann effektiv eigentlich nicht antworten, weil Artis wird er nicht genug haben. Außer hat auch Level 5 Bruchmüll und auch auf Artis gesetzt. Der wird dann meistens, wenn ich nur zwei, vielleicht vier Artis gebaut haben, wenn überhaupt, die lohnen sich ja eigentlich gar nicht. Er wird eventuell eine sehr adäquate Kavallerie-Armee haben, die du aber defensiv weghauen solltest oder können solltest, weil du kannst einfach die Panzerwagen davor stellen mit dem Kangaldemir, hast du ja schon freigeschaltet. Er hat dann Allenby, wird dann versuchen reinzurennen, aber da kannst du ja deinen Kangaldemir-Panzerwagen-General opfern. Der ist ja weniger wert als Viscount Allenby, aber da kannst du auf Viscount Allenby mit diesem hier schießen, mit den 10 plus Artis und die Pferde ganz schön kaputt machen. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, diese Artis einzusetzen. Du kannst aber mindestens, wenn der Feind nicht so stark gebaut hat, dem seine Festungen zerstören, Infanteriegarnisonen zerstören. Du bist eigentlich mehr oder weniger unantastbar, weil viele Leute ja auch aktuell immer auf Panzer einfach direkt sparen. Die bauen gar nicht erst Arti, weil die wissen eh, okay, in 4-5 Tagen will ich dann Panzer bauen. Ich spare das einfach. Macht ja auch Sinn. Aber selbst wenn sie Arti bauen, sie können dich eigentlich kaum kontern. Also es ist ein wirklich starker Schritt und du verlierst ja eigentlich fast gar nichts, weil du ja sowieso schon nur ein paar Artis baust, vielleicht 4, vielleicht 6 und dann sowieso auf Panzer gehst. Also du musst ja gar nicht deine Strategie ändern. Du musst eben nur dieses Risiko eingehen, um halt eben von Tag 10 bis Tag 15, 16 mal richtig auf Arti zu gehen. Und dann ist egal, dann änderst du eh alles
Und nach der ersten Welle ist eh schon vorbei. Aber du kriegst dann mindestens einen Gegner kaputt. Ich glaube, da ist er wirklich ganz, ganz wertvoll drin. Im Endgame ist er wurscht, weil du wirst mit den Artis nicht viel reißen können. Es ist egal. 20% Bonus ist schön. Gute Werte für gewisse Situationen bestimmt sehr adäquat. Kann sicher coole Sachen machen, coole wahrscheinlich Küstendefensivmomente kann er erreichen, ein paar Festungen zerschlagen, als Support hinter den Angriffslinien kann er bestimmt da sein. Aber du wirst halt nicht immer auf Panzer gehen, ist ganz klar, daran ändern auch diese Zahlen nichts, das ist nicht genug, um das zu ändern. Aber Tag 10 kann hierdurch ganz anders sein, weil bislang die Artis, die du in den frühen Tagen bekommst, Tag 8, Tag 10, Tag 12, es sind immer nur 2, vielleicht 3, 4, ne? Also eine kleine Zahl, die machen nicht viel. Kann man auch mal einen Tag schießen lassen, wenn mich 1, 2 Artis anschießen, keine Panik, ne? Dann bleibe ich ruhig, ich weiß, die Festung Level 4 hält das noch ein paar Tage aus, mindestens 1, 2 Tage kann die einfach unter dem Feuer stehen bleiben, gar kein Problem, sterben vielleicht 2 Truppen, keine Panik, kein Stress. 10 plus Artis mit dem hier, Riesenstress. Festung ist in 2 Stunden kaputt, ist ja wirklich schlimm dann. Das heißt, da musst du dann wirklich eben gucken und da könnte er eine Menge Druck machen. Das ist, glaube ich, sein großer Wert. Und ja, das haben wir zwar noch nicht gesehen, selbst, aber ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren, sobald wir ihn dafür entsprechend aufgelevelt haben. Was noch ein bisschen dauern wird, aber es gibt aktuell relativ viele Medaillen für ihn zu gewinnen. Ich freue mich sehr, ihn weiter aufzurüsten. Level 2 mit dem Speed-Bonus. Wir bräuchten halt mindestens eigentlich Level 3 ist schön, eigentlich eher Level 4, weil wir dann, na gut, wir kriegen dann 15% Schaden, also der Schritt auf Level 5 ist halt enorm, weil du dann nochmal 10% mehr Schaden bekommst und aber auch nochmal eine weitere Arti freischaltest beim Spawn. Das ist halt dann so ein richtig großer Schritt, weil du im Endeffekt fast schon 2 neue Artis dadurch bekommst. Das ist dann, oder noch mehr sogar, je nachdem wie viele du bereits hast, das ist ein großer Schritt. Also man müsste ihn eigentlich doch wirklich auf Level 5 bekommen, dann wäre der ordentlich oppressive. Ich wüsste persönlich nicht, was ich machen sollte gegen einen solchen Spawn, weil es gibt eigentlich keine imminenten Möglichkeiten, um das zu kontern. Das geht aber nicht. Was willst du nur an Tag 11 machen? An Tag 12? Du hast ja noch keine Panzer, vielleicht 1, 2, aber ist immer noch stärker als du dann. Dann ab Tag 17, 18, 19, 20 plus, dann bist du natürlich mit deinen Panzerproduktionen stärker. Aber bis dahin hast du keine Panzerproduktion mehr, weil der alles kaputt geschossen hat. Da ist der wirklich stark. Also ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, welche Pro-Gamer-Moves dann irgendwann mal erfunden werden mit diesen ganzen Generälen. Gerade auch aktuell, wo sie noch gebalanced werden, da gibt es bestimmt ein paar sehr, sehr coole Möglichkeiten, mit denen was zu machen. Ich glaube, die Möglichkeiten mit Kellern und Kursen begrenzt. LMB ist halt so eine Standardeinheit für eure aktuellen Offensivspiele, da macht ja viel Sinn. Kangaldemi hat, denke ich, auch Qualitäten fürs Late Game in der Luftabwehr. Ich glaube, Bruchmüller könnte Tag 10 sehr, sehr wertvoll sein, wird aber die Panzermeter nicht verändern. Ich denke, da sind die Zahlen zu gering. Artillerie hat ja keinen großen Vorteil bekommen. Panzer sind ja auch gebufft worden indirekt. Und somit reichen auch diese Schadenswerte nicht aus. Die reichen einfach nicht. Ich sehe es nicht. Ich persönlich sehe keinen großen Unterschied hier. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, um Panzer von dem Thron zu stürzen. Und selbst wenn es wäre nur von kurzer Dauer, es wird ja Panzergeneräle geben. Ganz sicher. Und dann ist wieder alles auf Null gesetzt. Ist ja eigentlich jetzt schon alles resettet. Der einzige Vorteil, den Artis haben jetzt, ist, dass sie ein bisschen mehr Schaden machen können mit ihm auch im Late Game. Das kann mit 50 Artis plus 25% Schaden schon enorm sein. Da hast halt eben einfach mal deine Artis deutlich in der Zahl erhöht, künstlich, das ist schon nicht schlecht, aber dann vielleicht trotzdem nicht genug. Ich meine, da gibt es ja auch Limits im Schaden irgendwann. Wenn der Feind dann eben adäquat Panzer gebaut hat, kann er da schon viel machen. Aber ich kann es sehen, also wenn du ein richtig guter Arti-Spieler warst und es fehlt das gewisse Etwas gerade nur im Late-Game, um wieder richtig gut zu sein, dann kann das natürlich schon sein, dass das ausreicht. Aber es kommt halt auch sehr auf den Gegner an und inzwischen sind die Panzer doch wirklich gut angekommen. Die werden ja wieder ausgeglichen. Also die kriegen ja ihre eigenen Generäle noch. Dann wird es wieder ganz schön eng, also ich würde nicht darauf vertrauen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, was die Zukunft der Generäle bringt. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von denen haltet, so ganz generell. Würde mich echt mal interessieren, wie ihr mit denen bislang umgeht. Habt ihr schon irgendwelche unfairen Erlebnisse mit denen gehabt? Also sind eure Spiele schon ganz anders geworden? Vielleicht haben Leute euch mit denen einfach überrannt. Ich hatte bislang keine wirklich schlechten Erfahrungen mit den Generälen spezifisch, also Goldmark 1 und so gibt es ja generell schon, da war jetzt mit den Generälen spezifisch das kein größeres Problem, ne? Das ist immer schlimmer, wenn man einfach einen Panzer baut, als einen General sich kauft, das hat eigentlich für mich keinen großen Unterschied gemacht, aber ich kann es natürlich auch sehen, dass das gerade im Early Game schon einen großen Unterschied machen kann.
wenn dann eben mal spontan Level 5 Lawrence spawnt. Das ist Early Game halt verloren, ne? Das ist ganz klar, das macht dann wirklich einiges aus. Aber bislang, muss ich sagen, auch in der Karte hier, hatte ich mit den Generälen echt Spaß und ich freue mich sehr darauf, die weiter auszuprobieren und vor allem auch zu sehen, wer dann hier noch alles so reinkommt, vielleicht dann auch ohne KI-generiertem Bild. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.